Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von The Long Journey Home. Ich wollte gerade The Long Dark sagen. Ja, das ist nicht verwirrend. The Long Journey Home, The Long Dark. Könnte man verwirrend empfinden. Aber wir haben jetzt so... nicht in die Sonne rein! Alter! Verlass dort! Alter! Eieiei. Okay, wo fliegen wir hin? Wir haben links unten einen lila Punkt, da fliegen wir auch gleich mal hin. Wir stehen an den Ufern zu wahrer Größe. Unsere Entscheidungen hier werden den Ausschlag geben, ob wir bereit sind, Richtung Schicksal aufzubrechen. Wow, was für glorreiche. Was ist das mit dem los? Okay, wir fliegen mal zu diesem lila Punkt, das ist nämlich, glaube ich, eine Struktur, wa? Nebenbei bemerkt, bist du dran, die Toiletten zu schrubben. Das ist wieder diese primitive Sonne. Ach, guck mal, da ist wirklich was. Da fliegen wir doch gleich mal hin. Na, mal gucken. Was haben wir hier? Ich hoffe, nichts Böses. Was ist das? Das ist ein kaputtes Schiff. Oh, interessant. Oha, ist ja cool. Ist ein bisschen größer als unseres. Dann gucken wir mal. Ash ist im Wrack. Warum geht er nicht ein? Kann ich jemand anders schicken? Ich schicke mal ihn hier rein. Komm, ich schicke mal ihn rein. Luftschleuse verbunden. Nee, war eins bereit zum Borden. Scheint alles ruhig zu sein. Das Schiff ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe nichts Gefährliches. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber es könnte sich lohnen, es im Labor zu untersuchen. Blinkendes Gerät, unbekannte Technologie. Ach mein Gott, was soll denn schon passieren? Boom, und Schiff kommt. Ich hab's. Kehre zum Schiff zurück. Okay, können wir es schon untersuchen? Labore. Ah, also ob ich das wüsste, ruft mich, wenn es Geschichte ist. Ruft mich, wenn wir etwas finden, das in der Erde wächst. Ich würde jetzt dieses Stück auf 20 Credits schätzen. 20 ist aber nicht viel. Okay, sie soll es untersuchen. Was? Das ist ein Notfallsender? Schwäche zu zeigen klingt nicht nach einer guten Idee. Ein wahrer Klingone kämpft. Niemals Schwäche zeigen, das hier ist keine gute Idee. Okay, wir haben jetzt... Ach so, okay, da sieht man das. Okay, ich glaube, das ist ein Notfallsender. Ja, interessant. Aus dem kommt das raus. Cool. Was auch immer das bringt. Okay, dann war es das auch schon. Ich glaube, mehr wird man da nicht finden. Ich kann mir nicht vorstellen, was es bringt, da nochmal reinzugehen. Okay, dann fliegen wir jetzt noch die Planeten an. Info? Ach, hier. Der Lavaplanet, da waren wir jetzt schon. Da war ja nur irgendein Gas. Wir sollten vorsichtig mit den Notsignalen sein. Jeder könnte es empfangen. Da frage ich mich auch, was bringt uns das Notsignal? Merkwürdig. Okay, fliegen wir mal den Grünplaneten an. Das ist ja ein ganz normaler Planet. So ähnlich wie die Erde. Oh Gott, wir haben nur noch die Hälfte an Sprit, ey. Wahnsinn. Gut, dass wir einen großen Tank haben. Macht die Sache etwas einfacher. Ja, das sollte reichen. Und drin sind wir. Sehr schön. Okay, Missionsprognose harmlos. Es ist ein Biotop. Es gibt keine Strukturen, schade. Helium können wir abernten. Das ist ganz gut. Gehen wir doch rein und schicken unseren Bio-Menschen rein. Quartiere.
Ja, unseren Ash. Der ist auch Botaniker. Landen. Okay, okay. Auf sie geht's sehen. Und Vollgas. Oh, auch nur eine geringe Schwerkraft, muss man ja mal sagen. Dann gucken wir uns hier gleich mal das Biotop an. Nicht so heftig hier rein. Und perfekte Landung und Besuch. Das Visier meines Anzugs beschlägt. Ich bin in einem dichten Dschungel. Überall sind Ranken, die an meinem Anzug kratzen. Kreaturen, die wie riesige, fleischfressende Pflanzen aussehen, schnappen nach mir, wenn ich ihnen zu nahe komme. Ich kann kaum etwas durch dieses verdammte Visier erkennen. Ui. Das ist scheinbar schlecht. Komm, wir probieren es einfach mal. Risiko. Ich sag mal, wenn wir an die glorreiche Voyager-Zeit denken, wie viele Crewmember da gestorben sind, weil man einen Planeten erkunden wollte. Ach ja, man geht so leichtfertig mit Menschenleben um. Ich habe gerade eine Pflanze gesehen, die eine eichhörnchengroße Kreatur mit einem Haps weggeputzt hat. So eine würde ich unbedingt haben. Tagetes latifolius. Seine Blätter zersetzen Nahrung, Haut und Fleisch. Hoffentlich keine Rüstung. Geräte. Haps, kehre zum Landemodul zurück. Okay, und weg hier. So, schon mal bremsen. Nehme ich noch ein bisschen Gas mit. Was wir noch reinkriegen. Alter. Das ist schlimm. Okay, das reicht. Wir haben nicht Schäden, aber solange, sag mal, Hülle kann man auch einfach reparieren, aber wichtig ist, dass halt die ganzen Geräte nicht kaputt gehen. So, und das haben wir. Okay, Labor, gucken wir mal. Ich bezweifle, dass ich damit was anstellen kann. Das ist wohl außerirdischen Ursprungs. Mehr weiß ich auch nicht. Davon kann ich mich jetzt nicht ablenken lassen. Okay, er möchte es untersuchen. Stimmt, kann er das untersuchen hier? Die essen es? Hätte nichts gegen einen kleinen Snack. Vielleicht kann ich daraus Medizin herstellen. Oder Medizin, wenn wir Glück haben. Okay. Probieren wir es mal. Gel erhalten. Großer Treibstofftank. Dieses Heilmittel können nützlich. Achso, das wollte ich schon sagen. Heilende Naniten, die in Glibber schweben. Glaniten, okay. Interessant, was macht ihr? Was heilt ihr? Kratzer, Feuer, Gehirnerschütterung und keinen umgedrehten Kopf. Und dann kann er noch das hier machen. Das ist echt praktisch, der Typ. Der hat's echt drauf. Verdauungssäfte, lecker. Nein, wartet, nicht die Verdauungssäfte trinken. Okay. Ätzende Säure erhalten. Okay, was bringt mir das? Sicher in einem Fläschchen verwahrt. Ich habe irgendwie Durst. klar, ätzende Säure. Ja, ich trinke das mal. Okay, und er kann das anzapfen. Aber das brauche ich eigentlich erstmal nicht. Er kann es aus ätzender Säure, könnte er Medizin machen. Schön, was sagt er denn dazu? Das ist ja mein potenter Wagensaft. Sehr schön. Cool. Himmel, das ist Ash. Ich bring dich um. Schau mich nicht so an. Außer dir würde sich keiner hier trauen, meine Dusche mit dem Flüssigstickstofftank zu verbinden. Sehr schön. Okay, okay. Dann fliegen wir weiter. Schön aus der aus dem Gravitationsfeld des Planeten raus. Und zum Gasriesen. Vielleicht können wir da einfach tanken. Ich weiß nicht. Gasriesen, aber ich glaube, Gasriesen, die sind zu heftig. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Okay, ja, Gravitation ist extrem. Also gut, bei so einem Krisen. Ja, guck, er hatte Krypton, ja.
Naja, achso, genau, ich wollte mal gucken, wir haben auch hier so viele Ressourcen. Können wir bestimmt mal hier ein bisschen auftanken. Da können wir das machen. Deswegen, wir haben ja hier haufenweise Helium, Helium. Ist auch alles dieses Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, das ist gewöhnlich. Und was das hier ist, ist auch gewöhnlich. Keine Ahnung. Mach mal den Frachter hier mal leer. Hier, der hier macht die EM auf. Sulfate, Carbonat, Silikat. Brauchen wir erstmal alles nicht. Wir können die Sachen ja auch verhandeln, ne? Müssen wir immer auch bedenken. Schäden brauchen wir, haben wir im Moment eher wenig, da brauchen wir nichts. Und wie gesagt, hier möchte ich nicht landen. Hohe Gravitation, das ist mir nichts. Gehen wir zum nächsten Planeten weiter. Lassen wir uns treiben. Wie wenn man im Schwimmbad sich einfach auf so eine Matratze legt und dann sich auf dem Wasser treiben lässt. Der ist aber schön grün. Na, was war denn Schönes hier? Gravitation. Oh, hoch. Oh Gott. Ja, da möchte ich nicht landen. Gravitation hoch, aber hoch könnte vielleicht noch gehen. Lebensform ist Biotop. Könnten es mal wagen, ne? Solange unsere Injektoren nicht kaputt gehen oder Einspritzdüsen nicht kaputt gehen, sollte es eigentlich möglich sein, wieder zu starten. Landemodul schicken wir natürlich echt rein und dann auf in die Action. Gucken wir mal, was passiert. Das wird so wahrscheinlich eine riesige Katastrophe werden. Und jetzt gegensteuern. Oh, den Sinkflug reduzieren. Oh, das klappt super. Kann man sogar schon ein bisschen gegenbremsen hier. Oh, wir können auch Gas geben, das ist wahrscheinlich einfacher. Guck, wir sind jetzt auf der linken, wieder links rausgekommen. Das hohe Gravitation ist tatsächlich nicht so dramatisch, muss ich mal sagen. Ich mal ein bisschen gegensteuern. Hey, das sieht aber schick aus hier. Okay, dann besuchen wir mal das ganze Ding. Ash Biotop. Unglaublich, die kleineren Pflanzen dieser Welt schweben mit Hilfe von Gaskapseln durch die Luft. Ich frage mich, ob das Wasserstoff, Helium oder etwas ganz anderes ist im Inneren. Ganz anderes im Inneren ist. Die Pflanzen auf dem Boden blähen sich noch auf mit einem kleinen Gashauch nach dem anderen. Erkunden wir mal. Ich habe gerade einen Strauch mit Beeren in allen Regenbogenfarben gefunden. Die sehen toll aus. Soll ich sie mit aufs Schiff bringen? Saftig, süße, bunte Beeren. Okay, saftig, süß heißt ja, dass das schon gegessen hat, oder? Wie heißen die? Prunus Quintilans. Nehmen wir mit. Hab's, kehre zum Landemodul zurück. Und starten. Okay, dann gucken wir jetzt noch hier. Da hinten haben wir noch Ressourcen. Sind die unter Wasser? Warte mal. Ach, guck mal. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja cool. Dann bohren wir hier mal an. Unter Wasser, Alter. Wie geil ist das denn? Okay. Ist ja geil. Und dann haben wir hier noch Eisen. Dann nehmen wir noch Eisen auch noch mit. Ist ja geil. Das Spiel bietet echt eine ganze Menge. Ja, kriegen wir noch ein Eisen? Ja. Okay. Und noch weg hier. Und starten. Starten. Ohne Treibstoff kommen wir nämlich auch mal nicht mehr weg. Deswegen muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Und wechseln wir. Geil. Yes. Wir haben einen richtig guten Uran, würde ich mal behaupten. Sag mal, wir haben schon Geld. Wir haben schon, gut, wir haben dafür auch den ersten Schaden haben wir auch schon gehabt. Aber wir haben auch einen riesigen Vorrat an Ressourcen. Die Arbeitsmoral an Bord hat stark nachgelassen. Wir haben nicht umsonst einen Putzplan, Leute. So. Okay. Das ist leider die falsche Richtung. Deswegen beschleunigen wir mal.
Bleiben wir so ein bisschen im hier drin und dann schleudern wir uns in Richtung zweiten Gasriesen raus. Ich will wissen, ob der vielleicht, ob man da vielleicht noch was Cooles abernten oder abgreifen kann. Oh, der hat schöne Ringe. Oh, ist auch so ein riesiges Ding. Oder wird auch eine riesige Gravitation haben. Ja, sieht man ja schon an der Krümmung des Raums. Dann, komm mal, scannen wir trotzdem einmal an hier. Oh ja, Gravitation extrem. Konvektion ist Orkan. Ja, da braucht man gar nicht zuerst versuchen zu landen. Okay, dann springen wir jetzt. Und gehen weiter. Husch. Husch. In die Zukunft. Oder Vergangenheit. Okay, wo kommen wir denn jetzt als nächstes hin? Hier könnten wir nach hinten, natürlich, klar. Von dort aus könnten... müsst ihr nach oben, den Spirai, kommen wir nicht hin, schade. Aber hier müssen wir dann auch so einen kleinen Sprung machen. Das ist ein weißer Zwerg. Das ist, glaube ich, schlecht. Weißer Zwerg ist, weiß ich gar nicht. Nee, weißer Zwerg ist ja der so ganz schwach leuchtet. Die sind ja irgendwie groß, aber schwach leuchtend oder so. Okay, der ist jetzt prinzipiell eher uninteressant. Das ist ein Felsbrocken. Normale Strahlung, weniger Eisplaneten, viele Ozeanplaneten. Was ich da jetzt sehe, ist ein Steinplanet. Hat es denn hier gepasst? Wir hatten zwei Gasriesen, Es hat gepasst, ja. Aber die hatten auch noch ein Wrack. Das wurde nicht angezeigt, zum Beispiel. Okay, ich würde sagen, wir machen es so. Wir springen dahin. Was ist denn? Neun Kirschen. Guck, das ist ein Pulsar. Da will man zum Beispiel nicht hin. Weil der Pulsar hat... Gold. Aber dafür... Ja, auch nicht schlecht. Aber Pulsar, der hat eine extrem hohe Strahlenausstoß. Dann machen wir so, wir fliegen hier hin, dann springen wir auf Mirach und von Mirach können wir nach Lise 754. Und da können wir dann springen und zwar in dieses System hier. In den Pearl Cluster. Was? Oberösterreich? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Okay, dann springen wir jetzt hier hin. Okay. Ja. Wurde so entschieden, demokratisch abgestimmt. Sehr schön. Okay. Gleich noch erkunden, dass ein Raumschiff ist da. Echt, ich habe wirklich einen Sinn für Humor, aber sieh bitte davon ab, Schiaparelli-Firmeneigentum für deine Spielchen zu zweckentfremden. Okay, wir fliegen gleich mal hier in diesen den Asteroiden rein hier. Da können wir gleich mal abstauben. Oder abernten. Da ist eine Station scheinbar. Die fehlt jedenfalls auch im Orbit rum. Das ist cool. Das ist die Station. Okay, wir haben hier drei Dinge. Einer schreiben war relativ nah. Oh. Ach du Schande. Der drückt hier ordentlich. Drehen. Gas geben. Ich will mich nicht zerquetschen lassen hier. Die Voyager, der ist sowas auch nicht passiert. Weil da. Ich muss auch mal gerade zugeben, ich bin ein riesiger Fan von Star Trek Voyager. Ich habe die Serie geliebt. Ich liebe sie auch heute noch und die hat vor allem auch so einen leichten, für mich auch eine familiär so eine Bedeutung, weil wir die früher mal gerne zusammen gesehen haben in der Familie, im Kreise der Familie. Deswegen hat die Serie auch eine ganz andere, habe ich auch einen ganz anderen Zusammenhalt zu der Serie. Okay, aktivieren wir die Waffen hier. Na toll. Jetzt aber. Die Sonne blendet aber ganz schön, ey. Uiuiui. Autsch. Ist jetzt hier noch irgendwas gewesen? Doch, da ist doch noch was. Hat er mir. Frachtraum ist voll. Nein! Okay, dann hauen wir jetzt mal ein bisschen was rein. Die sind gewöhnlich. So. Okay. Ist doch Konstruktionsfehler, dass nach vorne hin keine Bremsdüsen sind. Muss man aber sich mal logisch drüber nachdenken, oder? Könnte ich da. Ja.
Sehr schön. Okay. Ich würde doch kein Raumschiff bauen, was für Erkundung gedacht ist. Und wenigstens nach vor. Oh, nein. So. Sehr schön. Ui, knapp. Da ist noch irgendwo einer. Hä? Bringt echt nichts. Wurde ich auch mal angezeigt? Ach, da unten. Ach du Scheiße. Boah, Alter. Ist das anstrengend, hier durchzumanövrieren, ey. Ist ja der echte Wahnsinn. Ah ja, die Trägheit. Danke dafür. Ich glaube, Newton war das, oder? Mit Trägheitsgesetz. Ja, dank ihm machen Videospiele keinen Spaß, weil sie immer so realistisch sein müssen. So, was haben wir hier rausgekriegt? Okay, dann haben wir jetzt alles. Okay, dann springen wir. Aber leider erst in der nächsten Folge. Ui. Ja. Ui. Eieiei. Okay. Machen wir so. Okay, dann hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Hier bei Long Journey Home. Nee, so long. Okay, also, ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.